Moin Moin Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Wir sind bei Auftrag Nummer 2, Richter des Todes. Und da machen wir auch weiter. Öffnen Sie die Tür der Kathedrale. Okay, dann beginnen wir den Auftrag. So. Da. Oh, da kommen schon ein paar unserer neuen alten Freunde aus der letzten Folge. Tada, tada, tada. Bravo, bravo. Oh, shit, jetzt habe ich die Combo verkackt. Naja, soll jetzt nicht weiter stören. Alles gut. Ich war noch nie so der Hartgute in dem Spiel, muss ich tatsächlich zugeben. Aber meist eher so mäßig. Es ist ein Landschaftsbild mit einer ganz merkwürdigen Stimmung. Das kann gut sein. Da oben hängt ein Gesicht. Komm mal hier hin. Bücher, Bücher, Bücher. Boote, Boote, Boote. Boote, Boote, Boote. Okay, hier können wir nochmal... Warte. Oh, nice. Fragment der blauen Kugel. Sau gut. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Extra nada, wie es aussieht. Okay, wir sind noch zu schlecht. Aber halb so wild. Kommt auch noch irgendwann. Kann ich den Tisch noch zerhacken vielleicht? Komm, schlag drauf. Schlag drauf. Schlag drauf. Nein, okay, geht nicht. Gut, dann wieder raus. Haben wir wieder Yay, nice. Okay, wir haben wieder unsere Kuppels. Wer meine Videos zu Secret of Mana gesehen hat, der wird feststellen, oder der wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich nicht so der Freund davon bin, dass, wenn man Gegner gerade erst besiegt hat, sie danach nochmal auftauchen. Aber gut, das scheint wohl ein bisschen auch der Zeit geschuldet zu sein. Ich nehme einfach mal an, dass das früher wohl nicht so einfach möglich war, das so zu programmieren, dass sich das Spiel merkt, okay, hallo, wir haben den eben erst besiegt. So. Na, immer noch Musik. Musik. Ah, da sind doch die Gegner. Wo geht's da? Ist da noch eine Tür? Nein, da nicht. Okay. Ich glaube, gleich kommt eine Tür, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich gerade eine abgelegt. Aber bisher geht es noch vom Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Ich konnte auch am Anfang gar nichts einstellen, glaube ich. Hoffentlich. Ansonsten habe ich es vergessen. Denn ich sage euch gleich, ich bin tatsächlich so einer mittlerweile, der die Spiele dann einfach auf normal stellt. Ja. Ich habe auch bei dem. Wie heißt es? Bei diesem Reboot. DMC. Bei dem habe ich, glaube ich, auch angefangen mit normal und habe es dann auf einfach gestellt. Weil. Ja, wie gesagt, ich bin da wirklich echt nicht talentiert drin. Kein bisschen. So, kann ich mit dem Bild hier interagieren? Ah, ein Bild eines Mannes im mittleren Alter. Okay, ja, dann gehen wir hier mal weiter. Die Tür. Oder wir gehen nicht weiter. Aber ein Rost. Ach, die ganzen rostigen Schlüssel. Alter Dante, wo hast du denn den anderen Schlüssel gelassen? Das ist die Skulptur einer Frau im Todeskampf. Ein Schwert ragt aus ihrer Brust. Moment, ich höre eine Stimme. Ich bin Alastor. Die Schwachen werden mir ihr Herz geben und ewige Treue schwören. Blitzschwert. Oh. Wow. Das muss wehgetan haben. Da sind so Flügel dran.
Fledermausflügel, wie es aussieht. Boah. Das ist schon ein bisschen ekelhaft gerade. Auch wenn es jetzt nicht so super, super modern ist. Modern ist das Spiel. Okay, das war jetzt echt übertrieben. Geil! Neues Schwert! Das dürfte Rebellion sein. Ach nee, Alistar erstmal. Ah, okay. Der Besitzer von Alistar kann sich blitzartig schnell bewegen und fliegen. Geil. Okay, dann kommt Rebellion wohl erst später. Das ist nämlich das andere Schwert von Dante. Das sieht nach einer Bücherei aus. Kann man den Tisch? Ja, kann man zerhacken. Sehr gut. So, muss ich jetzt noch hier durchkommen. Hört ihr die Hintergrundmusik? Vielleicht, wenn ich mal die Klappe halte. Ein Sensenmann, der dem Teufel sehr ähnlich sieht, ist dargestellt. Dort ist auch ein Schlüssel. Soll ich ihn nehmen? Ja, selbstverständlich. Da haben wir doch den rostigen Schlüssel. Ja, so was ich meinte, die Hintergrundmusik ist echt cool. Tatsächlich. Also, ich höre sowas sehr gerne. Da haben wir doch was. Ist das eine Schrotflinte? Ja, oder? Gewehr. Präzisionsgewehr für große Distanzen. Hohe Zerstörungskraft auf kurze Distanz. Cool. Aber hier komme ich immer noch nicht durch. Na gut, dann gehen wir mal zurück und öffnen die Tür, an die wir eben noch nicht rangekommen sind. Das dürfte hier die sein. Sie haben den rostigen Schlüssel verwendet. Und rein mit dir, Dante. Oh, ein Brunnen, aber da hängt schon wieder einer. Das heißt, ich kann jetzt wieder köpfen. Eine unglaublich starke Macht hält alles fern. Bevor ich dem Löwen gegenübertreten kann, benötige ich ein Zeichen. Gut, dann sollten wir das Zeichen doch mal sammeln. Oder, naja, besorgen. Oder in Erfahrung bringen, was das Zeichen sein soll. Autsch. Zieh dich. Oh, schnell die Sachen einnehmen. Aufnehmen, bevor sie weg sind. Denn das ist ja sowas wie das Geld in dem Spiel. Die roten Seelen der verstorbenen Geister und Dämonen. Der gefühlt gar nicht mehr auf. Einer nach dem anderen. Macht das schon wieder. Sag mal. Komm. Putsch. Was bedeuten diese blauen Runen da oben links eigentlich? Ah, da ist doch noch einer. Komm doch.
Okay. Den hat's kost. Wie man so schön sagt. Gut. Es ist eine Engelsstatue. Wächter einer Gottheit. Gut, und da komme ich ja nicht durch. Das heißt, versuchen es mal hier. Nee, doch. Doch, nein, doch. Genau, spring da mal hoch. Es ist eine Löwenstatue. Das ist eine... Da ist eine Inschrift. Nur jene, die der Löwe akzeptiert, können mich befreien. Okay, da der Löwe uns wohl noch nicht akzeptiert, haben wir halt mal Pech gehabt bisher. Da ist nochmal die Engelsstatue. Ach nö, Mist. Hey, das war... Oh, wo kommst du denn her? Na gut, auf Wiedersehen. Oh, pass auf. Dann versuchen wir es mal nochmal. Ich glaube, so langsam verstehe ich, wie das hier funktioniert. Mit dieser Steuerung. Nein, hallo? Lass mich mal runter. Ah, okay, gut. Alle tot. Also was relativ praktisch ist, ist, dass immer mal wieder so grüne Dinger fallen. Hier steht etwas geschrieben. Ein Gott steht vor dir. Dränge den Gott mit deiner Kraft zurück, um den Weg zu öffnen. Okay. Ja, das ist... Gut, okay. Was haben wir hier noch? Hier unter dieser Öffnung steht etwas geschrieben. An diesem Ort versammeln sich die helfenden Seelen. Okay. Oh, das ist doch schon... Der sieht doch schon aus wie so ein Endboss. Seht ihr das mit den Händen und dem Helm? Oder... Naja, ist auf jeden Fall irgendwie festgebunden. Aber gut. Ah, okay. Aktivieren muss ich's. Dann geht's auch gleich nach unten weiter. Stab der Gerechtigkeit, ein Stab, der mysteriös leuchtet. Das klingt auch mysteriös. Gucken wir mal. Da oben waren wir doch schon. Da war der Sensenmann mit dem Schlüssel. Da waren die... eigentlich ist es eine Schrotflinte, wenn ihr mich fragt. Aber gut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Stand auf jeden Fall Gewehr dabei. Also, wir haben das Gewehr gefunden. Aha, da ist der Sensenmann. Nochmal, und da kommt er raus aus dem Bild, oder? Ja. Komm her. Der will nur auf der Arsch. Huch. Was ist denn das für eine Maske? Ja, ja. Kein Kopf, aber hier so eine hässliche Fratze haben oder was? Ah. Oh Gott. Warum blockt ihr denn immer, blöden Viecher? Lass doch einfach alle meine Angriffe durch. Das wäre einfacher für alle. Ihr sterbt doch eh mit euren blöden Scheren. Haare schneiden könnt ihr woanders. So. Gut. Boah, die Lache ist echt fies. Ich will die roten Kugeln. Gibt mir die roten Kugeln.
Da schon nochmal die Lache. Also fast 5. Wow. Fast 500 haben wir. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Okay. Anscheinend sollte der Richter etwas in den Händen halten. Soll ich diesen Gegenstand verwenden? Stab der Gerechtigkeit. Jawohl. Der Herr, bitte. Verwenden Sie ihn. Ja, Auftrag erfüllt. Benötigte Zeit 15 Minuten. 9 Sekunden. 270 Kugeln. Supi. Teufeljäger Rang C. Ähnlich wie beim ersten Teil. Also genauso. Ja. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Dann speichern wir mal. So. Und auch hier machen wir dann wieder eine Pause. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.